Next News Nummer 17, da sind wir wieder. Schön, dass ihr auch dabei seid bei unserer wöchentlichen Nachrichtensendung zu den spannenden Themen aus dem Reich der Elektromobilität und Neues von Next Move. Da gab und gibt es diese Woche einen Gesetzesentwurf der Regierung zur Duldung privater Ladestationen oder Ladesäulen in Gemeinschaftseigentum. Opel zeigt ein elektrisches City-SUV-Konzept. Elektrische Urlaubsfotos eines Abonnenten unseres YouTube-Kanals haben wir geschickt bekommen und möchten wir euch gerne zeigen. Und Neues von Next Move, diese Woche auch unser zweiter Next Move Day, wo er stattfinden wird, und unsere Sonderaktion zum neuen Nissan Leaf werden wir euch vorstellen. Zunächst aber zum neuen Gesetzesvorstoß der Bundesregierung ist ein Thema, das überfällig ist, es zu regeln. Es gab schon Gesetzesvorstöße der Länder Bayern und Sachsen vor einigen Jahren, die aber offenbar im Sande verlaufen sind. Jetzt kommt es endlich mal von der Bundesregierung, nämlich das Problem: Ich bin Mieter in einer Tiefgarage und möchte gerne eine Ladestation einrichten und ernte auf einmal viele, viele Fragezeichen und viele Gründe, warum das, was ich vorhabe, gerade nicht geht. Oder auch in der Eigentümergemeinschaft ist im Prinzip das gleiche Problem. Dort eine Ladestation zu installieren, wenn einer der Eigentümer dagegen ist, war es bisher ein Problem. Das soll zukünftig anders sein, genauso wie in einer Tiefgarage selbstverständlich ist, dass da Licht an der Decke ist und da niemand zustimmen muss, soll es auch geregelt werden, dass eine Ladestation sozusagen, dass eine Erlaubnis zur baulichen Veränderung von den anderen Eigentümern oder vom Eigentümer nicht mehr verlangt werden kann. Allerdings gibt es noch so einen kleinen Pferdefuß, wobei man die Regelung auch nachvollziehen kann. Zur Entlastung des Eigentümers erklärt sich derjenige, der diese Ladestation oder diese Wallbox installiert, auch dazu bereit, mögliche bauliche Folgekosten zu tragen. Das kann zum Beispiel sein, wenn 10 andere Leute in der gleichen Tiefgarage auf die gleiche Idee kommen und entweder der Netzanschluss vergrößert werden muss oder ein Lastmanagement installiert werden muss, dass dann nicht das Prinzip gilt, first come, first serve, sondern dass man gemeinschaftlich für diese Kosten entsprechend dann eintreten muss. Man kann es als Problem sehen, man kann es aber auch als faire Regelung sehen. Die Hauptsache ist, dass Bewegung in die Sache kommt und dass der Daumen runter zukünftig nicht mehr der Stand der Dinge ist und man seine Wallbox installiert bekommt, damit man zu Hause auch Strom ins Elektroauto kriegen kann, was ja eine Grundvoraussetzung ist. Einen sicheren Hafen, sagen wir immer, braucht das E-Auto. Das kann zu Hause sein, das kann aber auch beim Arbeitgeber sein, aber eine persönliche oder 1:1 Ladeinfrastruktur ist für den sorgenfreien Betrieb eines E-Autos sehr wichtig. Von Opel gab es was Neues, ein Konzept, GTX Experimental, schwieriger Name, wurde vorgestellt, ein vollelektrisches Konzept. Es erinnert ein kleines bisschen an den BMW i3, also mit 2 Flügeltüren. Man kann durchgucken durchs Auto. Es soll Bestandteil einer Modelloffensive sein, ein Zeitplan, wann das Auto kommt. Gibt es noch nicht. Akkugröße soll im Bereich 50 Kilowattstunden liegen und natürlich soll es kein aufgepeppter Verbrenner sein, sondern ein neues, leichteres Fahrzeug. Also Opel sagt auch, dass die SUVs effizienter sein müssen oder werden müssen und dementsprechend das Auto leichter gebaut werden soll. Wir sind gespannt, wann es kommt und ob es kommt. Bis 2024 will Opel alle Baureihen elektrifizieren, wobei dieses Wort elektrifizieren bei den einschlägigen großen Herstellern nicht mit Autos zu Elektroautos machen zu interpretieren ist, sondern elektrifizieren heißt zumindest teilweise einen elektrischen Antrieb hinzuzufügen. Heißt also noch nicht, dass Opel bis 2024 nur noch Elektroautos baut oder ab 2024, sondern dass da eben auch Hybridantriebe damit gemeint sein können. Aber dieses Konzept soll voll elektrisch sein. So, dann haben wir noch einen Gastbeitrag, würde ich es mal nennen, und zwar einer unserer Abonnenten, der Olaf, war im Urlaub und hat uns Urlaubsfotos geschickt, natürlich elektrische Urlaubsfotos und nicht nur elektrische Urlaubsfotos, sondern Fotos von einem autonomen Shuttlebus in Kärnten. Er selbst ist auch auf den Fotos zu sehen, wir blenden sie mal ein. Wir fanden das spannend, dass also auch nicht nur in Großstädten sozusagen autonome Shuttlebusse eingesetzt werden, sondern auch in Urlaubsregionen. Und natürlich kann ein autonomer Shuttlebus nur elektrisch angetrieben werden. Das ist sozusagen fast schon synonym, autonom und elektrisch. Wir haben uns gefreut, deswegen zeigen wir es auch. Ihr dürft uns, wenn ihr ähnliche Erlebnisse habt,
diese Fotos auch gerne senden. Am besten gleich mit reinschreiben. Erstens, dass wir sie zeigen dürfen, wie wir euch benennen dürfen. Dann gerne her damit, wenn ihr was Spannendes habt, dann zeigen wir es auch. Ansonsten gibt es eine ganze Menge Neuigkeiten von Next Move, die wir diese Woche auch verkünden können. Zum einen holen wir das Model 3 mal wieder raus und wollen es euch zeigen auf der Messe Besser Leben in Thüringen am 1. und 2. September in Erfurt. Sind wir als Aussteller vorhanden oder vertreten und wollen ein Sit-in zumindest ermöglichen, also eine Indoor-Ausstellung, soweit ich weiß. Dass wir also Probefahrten nicht anbieten, aber anfassen, reinsetzen, Selfies machen, Kofferraum angucken, Touchscreen ausprobieren, Sitzposition prüfen, hintere Sitzreihe ausprobieren, Rücksitzbank umklappen, gucken, ob der Hundekoffer reinpasst. Das sind so die Fragen, die wir alle bekommen haben. Das könnt ihr da bei dieser Gelegenheit gerne ausprobieren. Die Nelly wird das Model 3 dort euch zeigen. Dann hatten wir Besuch gestern vom Frank Müller vom Bundesverband Elektromobilität. Es hat der Zufall ergeben, dass ich ihn mit dem Model 3 vom Hauptbahnhof abholen konnte, weil wir es diese Woche auf einer Veranstaltung hatten, dem Ostdeutschen Energieforum. Da stand das Auto noch vorm Hotel. Wir konnten es heute erst sozusagen wieder überführen. Das heißt, ich habe das gleich damit verbunden. Hat ihn sehr gefreut. Wir haben uns gut unterhalten und auch ein Interview gemacht, sowohl im Model 3 als auch hier auf der Couch. Der Bundesverband Elektromobilität ist sozusagen bundesweiter Interessenvertreter von Unternehmen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und Elektromobilität voranbringen wollen. Was der BEM macht, das erklärt er uns im Video. Ein Gastgeschenk gab es sozusagen noch vom Frank an Next Move, das möchte ich mal kurz zeigen. 10 Argumente gegen das Elektroauto. Mit dem Untertitel, die Sie gleich vergessen können. Ich bin gespannt, was drin steht. Er meint, ich kenne das alles schon. Aber für die Kollegen solle man es doch mal lesen. Ich werde es natürlich auch mir anschauen und dann vielleicht auch darüber berichten oder dann euch auch noch erzählen, was in diesem schönen Buch alles drin steht. Dann haben wir einen Post bekommen. Man sieht es hier nicht. Taycan steht hier drauf. Porsche hat uns geschrieben, natürlich nicht unaufgefordert, sondern wir haben unseren Fuß dort in die Tür gestellt. Der Porsche Taycan ist reservierbar. Reservierbar heißt, dass man sich einen Listenplatz sichert gegen Zahlung von 2.500 Euro, ohne rechtlichen Anspruch auf diese Einlösung in eine verbindliche Bestellung zu haben. Man möchte sozusagen als Hersteller, ich zeige es mal kurz, die Ernsthaftigkeit des Interesses messen und nimmt deswegen da schon zu einem frühen Zeitpunkt eine Anzahlung. Es wird sicherlich noch 1,5 Jahre dauern, bis das Auto kommt. Das Ganze kennen wir schon irgendwoher, zumindest, dass es so eine schöne Mappe gibt. Das haben wir vor 2 Jahren ungefähr beim Tesla Model 3 auch schon bekommen. Und andere Fahrzeuge, wo man auch gegen, in der Regel sind es 1.000 Euro, bisher Fahrzeuge reservieren konnte, sind neben dem Model 3 auch der Opel Ampera e, der Ego Life, der Mercedes e-Vito. Dann hat der Jürgen Sangel, Hyundai-Händler aus Bayern, eine Kona-Reservierungsliste auch gemacht, wo man 1.000 Euro anzahlen konnte, um sich für eine frühzeitige Belieferung dieses Fahrzeuges bei ihm zu sichern. Beim Jaguar I-Pace war es auch möglich und sicher werden in der nächsten Zeit noch das ein oder andere E-Auto kommen, wo die Hersteller eben Kundeninteresse damit messen wollen. Zum nächsten Next Move Day kann ich noch Auskunft geben. Es ist also jetzt beschlossene Sache. Wir haben ja Nummer 3 auf dem Hockenheimring Ende Oktober beim E4 Festival bereits angekündigt. Nummer 2 war noch offen und zwar soll der auf dem Lausitzring stattfinden. Da waren wir schon mal. Ihr erinnert euch, Weltrekordstrecke, wo wir unsere Hypermiling-Weltrekorde gefahren sind. Dort wollen wir natürlich sehr gerne wieder hingehen. Stattfinden soll das Ganze beim Tag der Verkehrssicherheit, veranstaltet von der DEKRA am 29. und 30. September. Der Eintritt zur Gesamtveranstaltung ist frei. Es wird Shuttlebusse auf dem Gelände geben, ungefähr 17 Stationen. Das Highlight der Veranstaltung soll neben den Elektroautos, die man da Probe fahren kann, beim Next Move Day sein, ein Live-Crash. Soweit ich gehört habe, soll dieses Szenario Stauende mit Tempo 100 mit 2 verschiedenen Fahrzeugen nachgestellt werden, nämlich eins, wo der Fahrer das Stauende übersieht und ungebremst mit Tempo 100 in das Stauende hineinrast vor Publikum. Und das zweite Szenario, wo das Fahrzeug Notbremsassistenten hat und dieser Unfall vermutlich dadurch verhindert werden soll. Das wird vermutlich nicht jede Stunde stattfinden, aber einmal wird es auf alle Fälle zu sehen sein. Wir werden mit einer breiten Palette an E-Fahrzeugen da sein, die im Rahmen der normalen Veranstaltung
auf unserem Next Move Day als eine dieser 17 Stationen Probe gefahren werden können. Das Ganze soll auch kostenfrei stattfinden. Das Model 3 werden wir mit vor Ort haben, voraussichtlich beide Fahrzeuge, die wir auch bei unseren Weltrekorden dabei haben. Dort werden wir gegen Unkostenbeitrag, wie wir es schon bei unserem ersten Next Move Day hatten, im September Buchungen für das Model 3 anbieten. Die Streckenlänge ist noch nicht genau bekannt. Wahrscheinlich wird es ungefähr ein Handlingkurs von 3 Kilometern Länge sein. Also nicht das komplette Oval, nur geradeaus wäre auch langweilig, sondern ein Handlingkurs, der verschiedene Elemente des Testovals mit einbezieht. Im September buchbar auf der Next Move Homepage. Und dann noch, ich hatte es letzte Woche angekündigt, unser Deal, unser Special Deal sozusagen zum Nissan Leaf. Wir haben also geschaut, wir wollen also Elektromobilität erlebbar machen. Was können wir tun, damit es auch preislich noch ein bisschen attraktiver wird? Das heißt, wir haben den Preis auf 499 Euro gesetzt. Es ist ein limitiertes Angebot, solange der Vorrat reicht sozusagen. Es richtet sich ausschließlich an Privatkunden. Die Fahrzeuge sind beklebt. Wir haben mit der Versicherung vereinbart, dass wir die Selbstbeteiligung noch ein bisschen hochsetzen, um auch beim Versicherungsbeitrag noch entsprechend an den Kosten drehen zu können. Natürlich sind die Kilometer limitiert. Das Kleingedruckte könnt ihr alles auf der Homepage lesen. Online eure Anfrage stellen. Heute stellen wir das Angebot online und wir hoffen, dass wir eine ganze Menge schicke Leafs mit Next Move Folierung auf die Straße bringen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei unseren Next News Nummer 18 dann nächste Woche. Bis dahin. Ciao.